Hallo, ich bin der Steven vom SupportNet und heute zeige ich euch, wie ihr die Zugriffsrechte von Apps, die ihr auf eurem Android-System installieren wollt, ändern könnt. Ihr kennt es sicherlich, dass wenn ihr eine App installieren möchtet, dass vorher die Frage kommt, ob ihr zustimmen wollt, dass die App folgende Systemzugriffe bekommt. Hier mal ein kleines Beispiel. Das ist natürlich immer Quatsch. Man muss dieser App nicht immer diese Zugriffsrechte geben und ich zeige euch, wie ihr das umgehen könnt. Also dazu braucht ihr einmal diesen APK-Editor und eine APK-Datei. So, ich zeige euch das Ganze mal. Wir haben hier die APK-Datei schon runtergeladen. Wir nehmen das einfach mal an dem Beispiel DoodleJump und hier ist der APK-Editor. Diesen öffnen wir über die edit.exe. Gut, jetzt fragt er uns gleich, welche APK-Datei wir ändern wollen und da sagen wir jetzt einfach mal DoodleJump. So, jetzt öffnet er uns hier dieses schöne Fenster. Hier können wir sogar einiges verändern bei der App. Wir gehen aber auf Details und gehen auf Browse. Jetzt sehen wir hier die Android-Manifest-Datei. Diese gehört, wie ihr hier oben sehen könnt, zu der DoodleJump-APK. Wir gehen jetzt hier einfach mit einem Rechtsklick drauf, sagen Bearbeiten und hier unten sehen wir die Zugriffsberechtigungen, die er haben möchte gerne. Diese löschen wir einfach raus und sagen Datei speichern. Gut, das war es jetzt auch schon. Wir gehen hier wieder raus, das Fenster können wir ausschließen und sagen hier unten Apply, also bestätigen. Und das war's schon. Wir sagen okay. Jetzt fragt er uns natürlich, ob die Datei hinzugefügt werden soll, die wir geändert haben. Sagen wir natürlich ja. Und das war's. Jetzt wurde diese Datei praktisch geändert, diese APK-Datei. Diese könnt ihr jetzt auf euren Android-System raufkopieren, per E-Mail schicken, wie ihr möchtet und von dort aus installieren. Und dann sollten die Zugriffsberechtigungen wie folgt aussehen. Gut, wie wir sehen können, die Zugriffsberechtigungen sind jetzt einige weg und so könnt ihr das Ganze umgehen. Gut, dann viel Spaß beim Ausprobieren.